Zubereitung: eine Tomate putzen, waschen und vierteln. Kerngehäuse entfernen, Fruchtfleisch würfeln. Ein Römersalatherz putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe schälen und würfeln. In eine Pfanne ohne Fett 4 Scheiben Bacon, Klammer auf ca. 50 Gramm, Klammer zu, von beiden Seiten knusprig nehmen. 2 Esslöffel Pflanzenöl aus Rapsinder. Itzen. 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, Zwiebel und K.I. gleich dazu geben und unterwenden ca. 5 Minuten, dann finuszink, braun braten. 68 Hack an den Pfannenrand schieben, Baconscheiben in der Pfanne nochmals kurz erhitzen. 4 Pita-Brote, Klammer auf 80 Gramm, Klammer zu, nach Packungsanweisung eventuell in eine Grillpfanne aufbacken. Brote durchschneiden und beide Hälften mit 100 Gramm saurer Sahne bestreichen. Salat, Tomatenwürfel und Hack darin verteilen. Mit 100 Gramm rauchige Barbecue-Soße beträufeln, mit je eine Baconscheibe belegen und sofort servieren. Pro Portion, ca. 655 Kilokalorien, 30 Gramm E, 37 Gramm F, 50 Gramm KII, bezieht sich auf die in dem Rezept angegebenen Mengen. Der Einlaufpreis der Zutaten kann aufgrund größerer Packungseinheiten höher sein.